Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer kleinen Einführung zum Glockenspielensemble, das während der Wintertagsfeierlichkeiten in Tyria hier stattfindet. So, wir befinden uns schon auf der Karte, das ging diesmal sehr schnell. Auf der Karte haben wir 4 solcher Plattformen und auf diesen Plattformen werden wir jetzt so Guitar Hero-mäßig Musik machen und zwar mit anderen Spielern zusammen. Wir sprechen einen der Schneemänner an und suchen uns einen der Parts aus. Mit dem tiefen Part werdet ihr möglicherweise, wenn ihr das Glockenspiel noch nicht so gut beherrscht, am besten klarkommen, weil man mit dem tiefen Part einfach ein bisschen mehr Zeit hat, die richtigen Tasten mit den Fingern zu treffen. Denn die Tasten variieren nicht ganz so stark wie bei den anderen Parts und man kann die Melodie noch ganz gut vorausahnen, was beim mittleren Part schwierig ist. So, ich stelle meine Kamera so ein, dass ich meinen Charakter direkt von ganz oben sehe und drücke die Tasten erst, wenn die Bubbles quasi auf der weißen Linie angekommen sind. Dann wird die Taste in der Regel ausgelöst, wenn die Bubble in den blauen Kreis geflogen ist. Und das ist genau der Moment, in dem die Taste gedrückt werden muss und entsprechend der Ton ausgelöst wird. So, ich werde jetzt einmal hier versuchen, alle Töne zu treffen. Wenn ihr alle Töne trefft, bekommt ihr 100% der Punktzahl. Das ist für jedes Lied 100. Entsprechend 6 Liedern gibt es 600 Punkte, die ihr machen könnt. Es ist aber nicht nötig, alle Noten zu treffen oder auch fast alle Noten zu treffen, um hier auf der Plattform zu bleiben und dann damit dem Abschluss hier eine Belohnung und wie das hier für Lied 1 der Fall ist, ein Geschenk zu erhalten. Nein! Wenn ihr Noten nicht trefft, bekommt ihr Schaden. Aber erst wenn ihr auf eurem Lebenspunktebalken keine Punkte mehr habt, dann fliegt ihr runter. Ich werde euch das jetzt einmal demonstrieren. Und zwar werde ich mal einfach ein paar Noten durchlassen. Das waren 3 Noten, 4. Und jetzt versuche ich mal wieder zu treffen. Und wie ihr seht, mit jeder getroffenen Note heile ich mich wieder rauf. Jetzt lasse ich mal wieder 3 durchgehen. Und die letzten lasse ich alle durchgehen. Und ich bin nicht runtergeflogen. Und dabei habe ich locker fast 50% aller Noten nicht getroffen. Es ist nur wichtig, wenn man ein paar nicht getroffen hat, wieder ein paar in Folge zu treffen. Oder wenigstens, dass sich das die Waage hält, so 50-50. Man trifft jede zweite Note, dann fällt man auch nicht runter. Ich weiß nicht ganz genau, wie da die Prozentzahl ist. Aber ich sag mal, 60 Punkte habe ich jetzt dazu bekommen. Das heißt, ich habe wirklich fast 50% der Noten nicht getroffen und es ist nichts passiert. Ich habe hier, wie alle anderen, mein Geschenk bekommen und das ist bei Lied 2 auch eines. Es gibt keine besondere Anzahl an Punkten, die man bekommt, wenn man alle Noten trifft. Es gibt keine besondere Belohnung dafür. Das ist natürlich ein bisschen schade für alle Leute, die einen persönlichen Ehrgeiz bei diesem Glockenspielensemble entwickeln und sagen, ich will ganz oben mitspielen oder ich will sogar der Erste in der Liste sein. Da gibt es keine extra Belohnung für. So, das war Lied Nummer 3. Schwierigkeitsgrad Mittelstand hier auch gerade. Dieses Mal bekommen wir 3 Geschenke, sind wir also insgesamt schon bei 5 Geschenken. Dadurch, dass wir zwischen den Liedern oftmals auf weitere Spieler warten, haben wir, glaube ich, eine Pufferzeit von ungefähr 8 Minuten für den gesamten Durchlauf. Die wird aber niemals gebraucht. Meistens sind am Ende zwischen 2 und 3 Minuten übrig. Das heißt, man braucht ungefähr 5 Minuten für 6 Lieder. Und wenn ich mich nicht irre, dann sind es am Ende 18 Geschenke, die man erhält. Es ist einfacher, egal auf welcher Plattform man steht, ob mittel, tief oder hoch, wenn noch mehr Spieler da sind, die auch möglichst richtig spielen. Weil wenn eine komplette, ordentliche Melodie entsteht, dann ist es für alle einfacher. Thank you.
So, und das letzte Lied. Da haben wir schon wieder zwei Kisten. Die ersten beiden Lieder brachten jeweils eine Geschenkpackung. Die mittleren beiden Lieder brachten drei und die beiden letzten Lieder bringen jeweils fünf. Kommen wir also tatsächlich auf 18 Geschenke. Hatte ich das also noch richtig im Kopf? Der tiefe Part ist deswegen, wie gesagt, am einfachsten, weil es da noch relativ gemächlich zugeht. Man braucht zwar alle Finger. Ein kleiner Nachteil ist, dass man die Melodie nicht sehr gut heraushören kann. Insbesondere dann, wenn die Plattform nicht komplett voll ist. So, und dann sind wir fertig. Genau, verhauen habe ich nur die, die ich absichtlich habe durchgehen lassen. Das liegt ein bisschen am tiefen Part. Bei den anderen Plattformen habe ich auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Normalerweise liege ich auch da so mit dieser Strategie hier so zwischen 550 und 600 Punkten. Die hohe ist eigentlich sehr einfach, weil man die Melodien kennt und weil es eine bestimmte Dynamik gibt, die man sehr schön mitmachen kann mit den Fingern, einfach weil man die Melodien schon kennt. Der mittlere Part spielt, geht eigentlich immer auch. Ihr wollt. Lasst uns euer Meisterwerk hören. So, das ist eigentlich hier schon gar nicht mehr nötig. Denn nach diesem Part, hoch, hoppala, gibt es nochmal hier den Punktestand zu sehen. Da sieht man dann, wer hat wie viele Punkte bekommen, aber es gibt eben keine besondere Belohnung mehr. Ich denke, das Wesentlichste habe ich genannt. Kamera auf keinen Fall so stehen lassen. Meiner Meinung nach auch nicht so. Man bekommt einfach nicht richtig mit, wann die Kugeln hier reinlaufen. Möglichst die Kamera so auf sich stellen. Dann sieht man sehr schön, an welcher Stelle die Kugeln den weißen Kreis übertreten. Etwa drücken, wenn die Kugel halt hier auf diesem grauen ankommt. Man hat das sehr schnell im Gefühl, wann. Ich drücke nochmal hier kurz was, bevor ich von der Plattform fliege. So, und dann wird jetzt auch nochmal komplett angezeigt, was wir hier haben. Wie ihr seht, hier ist nichts Neues dazugekommen. Auch Nefintarius hat keine extra Kiste dafür bekommen, dass er 600 Punkte bekommen hat. Ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen. Wenn ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich und wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Wintertag.
Spielt, was immer ihr wollt. Lasst uns euer Meisterwerk hören.